Im nächsten Schritt wollen wir die Türen und Fenster einbauen. Die dazu notwendigen Befehle finden wir in der Registerkarte Architektur, Tür und Fenster. Diese Bauteile werden immer in der Ebene Fußbodenoberkante eingebaut. Wir beginnen im Keller, wechseln auf die Ebene Keller-Fußbodenoberkante. Und das erste Fenster soll hier im Büro ein einflügeliges Drehkippfenster werden. Die Mauerlichte soll 95 x 105 cm betragen und die Rohparapethöhe 90 cm. Die Rohparapethöhe misst Revit von der Einbauebene bis zur Oberkante des Parapets. Wenn wir den Befehl Fenster starten, bekommen wir analog den Wänden und Geschossdecken im Eigenschaftenfenster die in der Vorlage geladenen Typen angezeigt. Wir brauchen ein einflügeliges Drehkippfenster, das heißt, wir wählen das bestehende Fenster aus, fertigen uns eine Kopie an, duplizieren, Mauerlichte und gemäß Vorlage 95 mal 105 cm. Breite 95, Höhe 105. Damit ist dieser Typ definiert. Ich kann das Fenster einfach in der Wand absetzen. Revit zeigt mir dynamische Koten an. Der Befehl läuft weiter. Ich kann beliebig viele Fenster einsetzen. Mit Escape wird der Vorgang beendet. Noch einmal Escape. Ich kann genauso wie bei den Fenstern und Türen die dynamischen Koten anpassen. Das Fenster sollte ja in 80 cm Entfernung von der Wand liegen. Das heißt, ich ändere die Kote auf 80. Und im Eigenschaftenfenster wird die Parapethöhe eingegeben. Die Rohparapethöhe wird in Revit mit Schwelle Brüstung bezeichnet. Ich setze das Maß auf 90 cm. Und damit ist das Fenster sowohl in Lage als auch Höhe positioniert. Wir sehen allerdings, dass nur die Wand ausgebrochen wurde, nicht aber die Wärmedämmung. Wir haben ja beide Objekte getrennt voneinander modelliert. Deshalb müssen wir jetzt die beiden verbinden. Dies finden wir in der Registerkarte Ändern, Verbinden. Ich wähle die beiden Wände aus. Revit weiß jetzt, dass die beiden zusammengehören und das Fenster wird korrekt ausgestanzt. Die Fenster der Vorlage verfügen noch über den Parameter Wandaufbau außen. Der ist auf 16 cm gesetzt und für diese Einbausituation ist es richtig. Wir wollen nun die Aufgehrichtung des Fensters im Grundriss darstellen. Dafür ist ein Parameter vorgesehen. Und zwar unter Grafiken finden wir Symbol Drehvögel im Grundriss. Und hier kann ich einen Öffnungswinkel eingeben, 15 Grad. Damit wird die Aufgerichtung des Fensters dargestellt. Wir werden jetzt sehr oft die Funktion Verbinden brauchen, da wir in allen Wänden die Türen und Fenster einsetzen wollen und das also ständig brauchen werden.
Dazu werden wir uns jetzt einen Tastaturkurzbefehl für den Befehl verbinden anlegen. Das finden wir unter Ansicht und der letzte Menüpunkt wäre Benutzeroberfläche und hier finden wir als letzten Eintrag die Tastaturkurzbefehle. Bei Suchen gebe ich ein Verbinden. Hier finden wir den Revit-Befehl Geometrie verbinden. Es ist noch keine Kurzeingabe angelegt. Ich wähle VB für verbinden, VB, und klicke auf Zuweisen. Damit ist dieser Kurzbefehl angelegt. Unser Fenster soll nun noch eine Kennzeichnung für die Fensterliste bekommen. Dazu wähle ich das Fenster noch einmal aus und wir finden im Eigenschaftenfenster den Eintrag Kennzeichen in der Rubrik ID-Daten und die Kennzeichnung soll gemäß unserer Vorlage 2K1 lauten. Das heißt 2K1. Damit ist dieses Fenster fertig und wir wollen uns jetzt den Eckfenstern im zweiten Büro widmen. Die sollen so ausgeführt werden. Wir haben einen Teil als Fixverglasung mit einer Nurglasecke und einen zweiten Teil mit einem öffentlichen Fenster. Auch dieses Nurglasfenster ist bereits in der Vorlage enthalten. Wir gehen auf Architektur Fenster. Revit erinnert mich, dass ich mein Projekt noch nicht gespeichert habe. Soll eine Zwischenspeicherung durchführen. Und in unserer Liste finden wir Fenster zweiteilig, eine Nurglasecke konfigurierbar und Fenster einteilig fix Nurglasecke. Mit dem möchte ich beginnen. Ich wähle also das bestehende Fenster aus, gehe auf Typ bearbeiten, duplizieren und 95 auf 105 wäre gefragt. Mauerlichte 95 mal 105 cm. Auch den Maße entsprechend ändern. Damit ist der Typ angelegt. Ich baue ihn in die Wand ein. Wir sehen unser Problem wieder. Wir müssen die beiden Wände verbinden. Dann wähle ich mir das zweite Fenster aus. Typ bearbeiten, duplizieren. Hier wäre 195 mal 105 gefragt. Mal 105. Dieses Fenster setze ich ab. Wir sehen, dieses Fenster gehört gespiegelt. Dazu klicke ich auf den Spiegelgriff. Damit ist es in der richtigen Position. Um jetzt die Wände korrekt auszustanzen, haben wir uns jetzt den Kurzbefehl VP definiert. Ich tippe also ein VP ohne Enter, Wand 1, Wand 2 und Wand 1, Wand 2. Und nun muss ich die beiden Nurglasecken an die Mauerecke schieben. Dazu verwende ich Ändern.
verschieben. Und auch das andere Fenster. Damit sind die beiden positioniert. Die Parapethöhe ändere ich, dazu wähle ich beide aus. Beim zweiten Fenster ist die Steuerungstaste zu drücken und Schwelle Brüstung wird auf 90 erhöht. Die Kennzeichen sind noch einzutragen gemäß unserer Vorlage. Bekommen die Eckfenster den Eintrag Fassade 2, also Kennzeichen 2K1E und für das andere das Kennzeichen 1K1E. Damit ist auch dieses Eckfenster fertig. Auch hier wollen wir die Öffnungsart darstellen. Dazu klicke ich das Fenster an, Flügel darstellen und wir sehen, hier wird uns jetzt kein Flügel angezeigt. Der Grund ist der, dass dieses Fenster ein sogenanntes konfigurierbares Fenster ist. Das bedeutet Folgendes: Wir haben bei den Fenstern 9 Typen von Flügelanordnungen. Eins wäre eine Fixverglasung im Rahmen, zwei wäre eine Fixverglasung mit einem fixen Flügel, drei wäre ein reiner Drehflügel an der linken Seite angeschlagen. 4 wäre ein reiner Drehflügel auf der rechten Seite angeschlagen. 5 ein Kippfenster. 6 Drehkipp. 7 Drehkipp. 8 ein Klappfenster und 9 ein Schwingfenster. Das heißt, wir bräuchten eigentlich diesen Flügeltyp, ein drehkippbares Fenster, auf der linken Seite angeschlagen. Allerdings müssen wir jetzt berücksichtigen, dass wir dieses Fenster mit dem Spiegelgriff gespiegelt haben. Das heißt, wir brauchen diesen Typ 7. Das tragen wir ein. Wir markieren das Fenster und wählen bei der Öffnungsart, Öffnungsart Feld 2, eine 7. Und jetzt wird auch unser Flügel angezeigt. Wir können das in einer Ansicht überprüfen. Dazu erstellen wir uns eine Wandansicht von dem Büro. Dazu gehen wir auf Ansicht, Ansicht und noch einmal Ansicht. Der Pfeil zeigt uns die Wand, für die die Ansichtsrichtung erstellt wird. Ich positioniere und wir kriegen standardmäßig die Ansicht 1. Wenn ich auf den Pfeil doppelklicke, wird die Wandansicht geöffnet und wir sehen unser Fenster mit der Öffnungsart eingezeichnet dargestellt. So kann ich durch Klicken auf die jeweiligen Icons wechseln zwischen Grundrissdarstellung und Wandansichtsdarstellung. Die Ansicht wollen wir etwas besser positionieren. Dazu klicke ich auf das Symbol, ziehe es etwas herunter und wir sehen, diese neu erstellte Wandansicht
wurde im Browser unter Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen einsortiert. Um die Ansicht jetzt unter M4 Ansichten einzusortieren, wähle ich die Ansicht aus und erhalte im Eigenschaftenfenster unter Abhängigkeit die Projektbrowsergliederungen. In erster Ebene soll die Ansicht unter Modellansichten, in zweiter Ebene unter M4 Ansichten einsortiert werden. Und der Ansichtname soll lauten Büro 1a. Damit rutscht im Projektbrowser die Wandansicht in die Kategorie M4 Ansichten, Ansicht Büro 1. Und damit kann ich dann immer auf diese Ansicht zurückgreifen. Nun wollen wir uns dem Fenster im Büro 2 zuwenden. Hier ist ein Kippfenster verlangt mit einer Mauerlichte von 165 x 70 cm. Das heißt, wir gehen auf Architektur Fenster und sehen, dass es hier nur ein einteiliges Fenster Drehkipp fix gibt und das einteilig mit einer Nurglasecke. Ein Kippfenster bzw. ein konfigurierbares Fenster ist in der Vorlage nicht enthalten. In dem Fall schaut man zunächst einmal nach, ob in der mitgelieferten Fensterbibliothek das gewünschte Fenster enthalten ist. Die mitgelieferte Fensterbibliothek finden wir mit Öffnen. Und dann müssen wir auf den Installationsordner von Revit zurückgreifen. Hier wäre es C. In dem Ordner Program Data, Autodesk, Revit 2020, Libraries, Germany. Und hier gibt es den Ordner Revit BIM-Bibliotheken, wo Zeichnungen mit allen mitgelieferten Bauteilen enthalten sind. Ich wähle jetzt aus die Zeichnung Revit BIM-Bibliothek Architektur Fenster und öffne diese Zeichnung. Wir sehen hier zunächst eine 3D-Übersicht über die gesamte Fensterbibliothek und unter Grundrisse Fein die Übersicht in der Grundrissdarstellung. Hier prüfen, ob wirklich Fein eingestellt ist. Und hier haben wir die einteiligen Fenster und über die einteiligen Fenstertüren werden wir noch sprechen. Und hier sehen wir, gibt es weitere Fenster. Und hier wäre unser gewünschtes einteiliges Fenster, was nur kippbar ist, nur klappbar. Der Wendeflügel oder das Schwingfenster. Und hier wäre ein konfigurierbares Fenster, mit dem ich über die Öffnungsarten alle Typen einstellen könnte. Ich entscheide mich jetzt für das Kippfenster. Ich wähle das Fenster aus. Mit STRG C kopiere ich es in die Zwischenablage. Dann wechsle ich zurück ins Projekt. STRG V. Damit wird das Fenster in mein Projekt eingebaut. Ich erhalte Informationen über bereits vorhandene Typen. Das sind meistens Material- und Liniendefinitionen, die werden vom Projekt übernommen. Dann hängt das Fenster zunächst unsichtbar am Cursor und mit Klick wird es im Projekt eingebaut.
Nun kann ich die Maße anpassen. Sie sehen, einteilig Kipp. Wie schon erwähnt, wir sollen 165 mal 70 erzeugen. Typ bearbeiten, duplizieren. Mauerlichte 165 mal 70 cm. Wir stellen die Breite ein, 165 mal 70. Okay. Und Revit tauscht das bereits gezeichnete Fenster mit dem neu definierten Fenster aus. Der Wandabstand soll 30 cm betragen, die Rohparapethöhe 125. Also Wandabstand 30 und Schwelle Brüstung 125. Mit VB verbinden wir die beiden Wände. Diese Darstellung schaut jetzt etwas sonderbar aus, weil mit unserer Rohparapethöhe von 125 cm das Fenster über unsere Schnittebene gerutscht ist. Ich muss daher für diesen Bereich des Planes die Schnittebene anheben. Das geschieht mit einem sogenannten Planbereich. Mit einem Planbereich kann ich einen Teil mit einer geänderten Schnittebene darstellen. Den Planbereich finden wir unter Ansicht, Draufsichten, Planbereich. Ich kann jetzt einen Planbereich skizzieren. Ich wähle das Skizzierwerkzeug Rechteck und ziehe ein Rechteck auf. Und hier kann ich jetzt die geänderte Höhe der Schnittebene einstellen. Anstatt 120 cm wähle ich 160 cm und beende die Skizze. Und schon ist unser Fenster korrekt dargestellt. Als Kennzeichen wähle ich bei ID-Daten, finden wir das Kennzeichen. K1. Die beiden restlichen Kellerfenster sollen ebenfalls einflügelige Drehkippfenster sein mit einer Mauerlichte von 105 x 165 cm. Also einteilig Drehkipp. Typ bearbeiten, duplizieren, Mauerlichte 105 mal 65 cm, Maße anpassen und das Fenster in der Wand absetzen. Das Fenster soll ein 200 cm haben. Und die Schwelle Brüstung soll 130 cm betragen. Damit rutscht es wieder über die Schnittebene und ein Planbereich wird erforderlich. Mit einer geänderten Schnitthöhe von 160 cm über Fußboden-Oberkante.
Das Kennzeichen soll 2K3 lauten. Und auch wiederum eine Darstellung des Öffnungswinkels erfolgen. Wir kopieren jetzt das Fenster und den Planbereich nach rechts. Kopieren, Fenster und Planbereich. Hundertzehn soll der Abstand betragen. Ich richte die Quote aus. 110 und das Kennzeichen des Fensters lautet 2K2. Damit sind die Kellerfenster fertig. Nun zum Erdgeschoss. Im Erdgeschoss soll ein achtteiliges Fenster zum Einsatz kommen. Dieses achtteilige Fenster ist in der Form nicht in der Bibliothek enthalten. Die Bibliothek enthält achtteilige Fenster, die einen symmetrischen Aufbau haben. Hier aber die Fensterstruktur ist asymmetrisch. Dieses Fenster liegt unseren Trainingsdateien als ladbare Fensterfamilie vor. Das heißt, wir starten mit dem Befehl Fenster und gehen auf die Funktion Familie laden. Nun gehen wir in den Ordner unserer Übungsdateien. Das ist bei mir das Laufwerk E, Baruch Revit Tools, und im Unterordner Content sind alle Ordner mit Bauteilen enthalten. Hier im Ordner 03 Fenster gibt es eben die achtteilige Tür, und zwar Fenstertür. Damit wird diese Familie geladen und steht jetzt zur Verfügung. Und die zuletzt geladene Familie kann sofort eingebaut werden. Hier sollen wir einen Randabstand von 30 cm einhalten. Mit Escape beende ich den Befehl und mit VB verbinde ich die Wand mit der Lärchenfassade. Und wir sehen, diese Familie ist so aufgebaut, dass automatisch ein Leibungsabschluss erstellt wird. Diese Familie ist eine sogenannte Fenstertür. Das erkennen wir, wenn wir den Schnitt betrachten. Eine Fenstertür besitzt an der Unterseite eine Stockaufdoppelung, die sich der Fußbodenhöhe anpasst. Des Weiteren kann man die Architekturlichte anpassen. In dem Fall wollen wir den Fußbodenaufbau mit unseren globalen Parametern verknüpfen und die Architekturlichte reduzieren bzw. den Wert erhöhen. Das heißt, wir klicken das Fenster an und wir sehen im Eigenschaftenfenster den Fußbodenaufbau, und hier verlinke ich unsere Variable. Hier soll eingetragen werden die Höhe des Fußbodens im Erdgeschoss. Und beim Architekturlichteabzug unten, wir sehen, im Moment sind 2 cm vorgesehen, könnte ich ebenfalls hergehen und auf die Höhe vom Erdgeschoss Fußboden reduzieren. Dann sehen wir, dass die Wärmedämmung und die Fassadenkonstruktion um 15 cm angehoben werden. Zurück zum Grundriss. Die beiden Eckfenster, die werden wir uns mit einer Geschosskopie
aus dem Keller holen. Das heißt, ich gehe zurück ins Kellergeschoss, markiere die beiden Fenster im Kellergeschoss, kopiere sie in die Zwischenablage und nun wähle ich die Geschosskopie an ausgewählten Ebenen ausgerichtet. Die Fenster sollen im Erdgeschoss eingefügt werden, Steuerungstaste drücken und auch im Obergeschoss. Okay. Ich wechsle zurück in meinen Erdgeschossgrundriss. Auch hier muss ich Wand und Dämmung verbinden. Die Parapethöhe soll 90 cm betragen, das passt. Manches Mal entsteht hier eine nicht ganz korrekte Verschneidung. Da kann man sich mit dem Trick retten, einmal die Geschosse zu reduzieren und dann wieder zu erhöhen. Und dann repariert Revit diese Darstellung. Die Kennzeichnung ist noch zu ändern. Dieses Fenster bekommt die Kennzeichnung 2E1E und dieses Fenster erhält 1E1E für Eckfenster. Im Vorraum soll eine Fenstertür eingebaut werden, die unten einen Fixteil und oben einen Drehkippflügel aufweist. Wir gehen auf Fenster. Zweiteilig, und zwar Fenstertür, zweiteilig, waagrecht geteilt. Typ bearbeiten, duplizieren und die Maße wären 95 x 2,35, also Mauerlichte 95 x 235 cm, 95, Höhe ab Fußbodenoberkante berechnen. Passt, 235, und hier könnten wir noch die Höhe des oberen Feldes einstellen. Damit ist der Typ definiert. Ich baue ihn in die Wand ein. Mit Escape wird die Einbausituation beendet. Ich passe die Kote wieder an. Die soll 80 cm betragen und mit VB werden wieder die beiden Wände verbunden. Wir sehen jetzt bei diesem Fenster, dass die Außenstärke noch zu wenig eingetragen ist. Wenn wir uns das Maß anschauen, wir haben hier 22 cm. Und beim Fenster ist eingetragen Wandaufbau außen 16 cm. Ich korrigiere das Maß auf 22 cm. Nehme gleich mit, dass der Flügel im Grundriss dargestellt werden soll. Und 15 Grad. Wir sehen, das Fenster bricht jetzt auch die Fassade durch. Der Leibungsabschluss wird dargestellt. Allerdings öffnet das Fenster auf die andere Richtung. Wunsch wäre, dass das Fenster auf der rechten Seite angeschlagen ist. Das heißt, wir klicken auf den Spiegelgriff. Den gibt es hier aber nicht. Das heißt, wir müssen die Öffnungsart ändern. Von Öffnungsart 6 auf Öffnungsart 7. Damit wird der Flügel rechts angeschlagen. Zur Kontrolle werden wir wieder eine Wandansicht erstellen. Vorher gehen wir dem Fenster aber noch
die richtige Kennzeichnung. Dieses Fenster wäre das 2E1 Fenster. Nun gehen wir auf Ansicht, Ansicht, noch einmal Ansicht, setzen den Pfeil ab, Escape, auf das Symbol klicken, etwas wegziehen und wir sehen jetzt, unten hätten wir jetzt noch eine Fixverglasung mit Flügel, das wollen wir auch nicht. Wir klicken also das Fenster noch einmal an. Öffnungsart unten soll die Verglasung direkt im Rahmen erfolgen. Und wieder werden wir diese Ansicht einsortieren. Wir klicken auf dieses Feld. Die Ansicht soll einsortiert werden bei den Modellansichten. In der Untergruppe Ansichten. Und der Name Vorraum. Und damit wird die Ansicht im Browser in der Gruppe der Modellansichten einsortiert. Zurück zum Erdgeschossgrundriss. Das letzte Fenster, das wir brauchen, wäre das Fenster ins WC. Das soll ein quadratisches Fenster werden, 80 mal 80. Das heißt, wir brauchen ein 1-teilig Drehkipp, Typ bearbeiten, duplizieren, Mauerdichte 80 mal 80 cm. Breite 80, Höhe 80, okay, Fenster wird positioniert, mit Escape der Befehl abgebrochen, VB, Wand mit Dämmung verbinden, auch hier, Wandaufbau außen, 22 cm, Abstand von der Wand 35 und Parapethöhe 110. Und Darstellung der Öffnungsart und Kennung. Fassade 4, Erdgeschoss, zweites Fenster. Damit sind die Fenster im Erdgeschoss fertig. Nun zum Obergeschoss. Hier ist noch der Erdgeschossplan als Unterlage eingetragen. Ich wechsle also zu den Eigenschaften des Grundrisses. Gehe auf Unterlage und wechsle auf Keine. Das Fenster im Schlafzimmer ist ebenfalls ein asymmetrisches, vierteiliges Fenster. Auch dieses Fenster ist in den Übungsunterlagen enthalten. Ich gehe auf Fenster, Familie laden. Revit springt auf den letzten Ordner und diesmal laden wir das vierteilige konfigurierbare Fenster, öffnen und wir setzen es sofort in die Wand. Escape, Escape, Fenster einfügen beendet und der Abstand soll 30 cm betragen mit Verbinden. Verbinde ich die beiden Wände und das Fenster ist richtig ausgestanden. Die Parapethöhe soll 85 cm betragen.
Schwellebrüstung 85 cm ist in Ordnung und die Kennung soll lauten 2 Fassade 2 Obergeschoss 3. Die beiden Eckfenster sind von der Geschosskopie auch im Obergeschoss gelandet. Mit Verbinden werden die beiden Wände verbunden. Die Rohparapethöhe soll 85 cm betragen. Damit wird auch die Wanddarstellung korrekt und die Kennzeichnung lautet 2O1E und für das einteilige Fenster 1O1E. Im Zimmer soll noch ein Fenster eingesetzt werden mit der Mauerlichte 95 auf 105. Dieses Fenster haben wir bereits definiert. Eigenschaftenfenster, Fenster einteilig Drehkipp 95 auf 105. Wir positionieren das Fenster, verbinden die beiden Wände. Allerdings im Obergeschoss ist die Wand außen mit 22 cm einzugeben. Die Parapethöhe beträgt 85 cm und die Kennung lautet 2O1. Auch dieses Fenster soll geöffnet dargestellt werden. Wir sehen, dass das Fenster an der linken Seite angeschlagen ist. Hier haben wir kein konfigurierbares Fenster. Hier kann ich mit dem Spiegelgriff das Fenster anders anschlagen und als Maß soll 105 cm verwendet werden. Ich positioniere die Kote 105. Im Badezimmer kommt ebenfalls ein spezielles Fenster zum Einsatz. Auch dieses Fenster laden wir aus dem Ordner unserer Übungsdateien. Fenster in der Wand positionieren. Escape, Escape. Der Wandaufbau außen ist bereits korrekt eingestellt. Der Abstand soll 35 cm bis zur tragenden Wand innen sein. 35 und die Rohparapethöhe soll 110 cm betragen, die Kennung 4O2. Also Rohparapethöhe 110, Kennung 4O2. Auch diese Fenster sollen geöffnet dargestellt werden. Der kleine Flügel und der große Flügel. Damit sind die Fenster im Obergeschoss fertig. Im Projektbrowser finden wir noch im Bereich der Bauteillisten unter AWA Fensterliste mit Geschoss eine Übersicht über unsere konstruierten Fenster. Die Fenster werden aufgelistet nach ihrem Typ, in welcher Ebene sie eingebaut worden, unsere Kennzeichnung und zur Kontrolle Maße, Rohparapethöhe und eventuell eingetragene Kommentare. Diese Liste kann auf Plänen positioniert werden und mit ausgedruckt werden.